You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Xiaomi hier und willkommen zu einer weiteren Folge der Iron Man Challenge. In der letzten oder beim letzten Mal haben wir im Livestream ein bisschen weitergemacht oder war es erst ein bisschen, sogar ziemlich viel. Denn wir haben östliche Bestländer, waren wir bei der letzten Folge, die auf dem YouTube-Channel war. Da haben wir die einzigen Bar-Quests, die wir hier oben hatten, noch fertig gemacht. Danach sind wir runtergereist ins Ödland, da gab es hier diese Rakete. Haben hier ausgequestet, wobei hier sind nicht viele Quests. Das sind, ich weiß nicht, den Erfolg, glaube ich, habe ich bekommen dafür. Egal, Ödland, glaube ich, 25 oder 35 Quests. Und hier haben wir noch zwei Quests gemacht und jetzt geht's weiter. Und zwar sind wir beim ersten Lager in der sengenden Schlucht. Sind natürlich nach wie vor nicht gestorben, sonst würde ich ja nicht weitermachen. Und erfüllen nach wie vor alle Voraussetzungen. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war ich sogar schon Top 200 in der Iron Man Challenge. Ist zwar nicht jetzt so eine gravierende Leistung, beziehungsweise viele sind auch gar nicht angemeldet. Aber egal, und mir ist letztens aufgefallen, Berserker habe ich schon. Das habe ich viel zu spät bemerkt, denn anscheinend musste ich die Fähigkeit irgendwie schon länger gehabt haben. Aber egal, jetzt weiß ich, dass ich sie habe. Jetzt werden wir sie auch in Zukunft ein bisschen einsetzen. Jetzt müssen wir hier erstmal ein paar Spinnen töten. Und eigentlich sollte hier gleich mal Lung kommen. Da kommt er schon. Denn Lung will nicht, dass wir den Spinnen was tun, sondern er will die Spinnen reiten. Ja, das sehen wir uns gleich genauer an, was er damit meint. Und zwar, wenn wir die ein bisschen runterhauen, so, dann haut er sich drauf und dann macht er da so einen Schwimm-Emote und ja, er reitet sie sozusagen, die Spinnen. Und dann können wir von seinem Bauch, können wir hier einfach runterklicken, da hat er dann auch, nämlich auch gleich das Gift mit drauf. Geile Quest auf jeden Fall. Müssen wir wenigstens die Mobs nicht ganz killen. Sind auch schon wieder jede Menge andere Spieler unterwegs, um die Uhrzeit nämlich. Na, 7 Uhr. Komm, wirf dich drauf, nice, haben wir schon den nächsten. Müssen nur schauen, dass wir das nicht zu schnell machen, weil sonst... sonst haut er sich nämlich ab und an nicht drauf. Und wenn wir zu viel Schaden machen, das ist bei der Iron Man Challenge gerade ganz praktisch, weil ich halt nicht so viel Schaden mache, dann kann es auch nicht vorkommen, dass wir die aus Versehen killen. Deswegen will ich auch gar nicht Wilder Biss einsetzen. Nicht, dass ich die aus Versehen one-shotte. Und diese Hühnchen brauchen wir auch, aber das kriege ich gerade nicht mehr. Denn die komischen Spinnen, die jagen die hier immer. Und dann kommt man nicht an die Hühnchen ran, weil die killen die halt vorher. Ist ein bisschen nervig, dann sieht da drüben schon wieder eins, aber das ist schon wieder tot. Auto-Hits, komm, Lung, wirf dich drauf. Ich finde das Coole, dass der Ogre dich in einer Tour begleitet in dem Questgebiet, weil der lässt einfach nicht locker von dir. Der setzt sich dann da irgendwo weiter drüben, vielleicht sehen wir das in der Folge noch, setzt er sich dann immer wieder auf diese Zwerge drauf. Geile Questreihe auf jeden Fall. Ich will hier gerade nicht zu nah ran. Nein, 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 nicht verbluten. Nice. Ich glaube, ja, okay. Debuffs gehen sogar runter, sobald er drauf ist. Nicht, dass die irgendwie verblutet noch. Hä? Okay, das hat gerade doppelt gezählt, warum auch immer. Drei Gift brauchen wir noch. Ich glaube, ja gut, er ist jetzt fertig. Das heißt, zwei Gift, glaube ich, kriegen wir für einer, oder? Oder kriegen wir eins nur? Gar nicht aufgepasst jetzt. Schauen wir mal, sonst müssen wir noch ein paar so killen. Aber na gut, es kommt halt darauf an, im Endeffekt, wann er erscheint. Manchmal kommt er nämlich gar nicht erst. Wenn du bei ersten Spielen zu viel Damage machst, dann erscheint er gar nicht erst. Na, 13, eine brauchen wir noch. Aber das haben wir schon mal fertig mit Long. Den sehen wir dann später nochmal. Er verpisst sich jetzt erstmal. Was ist das? Lodernde Flamme. Okay. Patrouilliert hier rum, wie es aussieht. So, das haben wir auch fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Hühnchen. Ich finde die Dinger, die sehen irgendwie mega lustig aus. Die Aschehühnchen. Da haben wir noch eins. Ein cooles Easter Egg, wem es noch nicht aufgefallen ist, wer vielleicht aus oder vor dem Kataklysmus noch kennt. Warte mal, jetzt holen wir uns das hier noch schnell. Vor dem Kataklysmus noch die Lederverarbeitungsquests gemacht hat, dem sollte dieser NPC, der bei dem Lager da vorne ist, eigentlich noch was sagen. Das war, glaube ich, für Drachenleder oder so irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. War hier so ein Lehrer und ja, der wurde hier, sagen wir, verewigt. Und dann, er ist hier immer noch eingesponnen. Man kann ihn nicht befreien, aber ist auf jeden Fall irgendwie cool. Nein! Hey, Mann. Ich dachte, mit Moonfire kriege ich vielleicht Akku, aber das ging sich nicht aus. Da ist er für immer verewigt jetzt, der kommt da nicht mehr raus. Mich wundert es, dass er sich immer noch bewegt. Wie lange ist Kata her? Ein paar Jährchen. Eigentlich soll das sich nicht mehr bewegen. Kann man Kleintiere für einen wilden Erfolg farmen. Aber nicht so gut wie in östliche Pestländer im Tunnel. Hühnchen, eins brauchen wir noch. Upp. Die killen wir schnell. Vielleicht finden wir oben noch eins, aber ich glaube, die sind nur hier unten. Wir brauchen aber da oben diesen... Was ist das? Diese Donnerechse, diese großen.
Die kann man jetzt auch zähmen, glaube ich, mit Jägern. Man kann ja jetzt auch diese Riesentiere zähmen. Die war irgendwo da vorne. Die patrouilliert immer zwischen hier und dieser Höhle hin und her. Ah, wo ist er? Ah, ganz vorne. Hat den gerade einer gelegt, weil der Punkt despawned ist? Ne, da ist er. Margol, die Wütende. 7800 HP. Was zum... Egal, da ziehen wir einfach mal alles. Und gehen wir gleich mal Wall. Können wir einfach durchspammen jetzt mit Berserker. Nice. Gut, das haben wir auch. Ich glaube, in der Höhle gibt es eh generell gar nichts. Vielleicht kann eine Kiste drin spawnen. Ich glaube so weniger. Ein Rare spawnt hier nicht. Ich kenne hier ziemlich wenig Rares, fällt mir gerade auf. Den und den habe ich schon mal gesehen. Die anderen, glaube ich, nie. Ah doch, den hier oben kenne ich auch noch. Aber hier kenne ich echt wenig. Dafür, dass ich das Gebiet eigentlich ziemlich feiere, vor allem die neuen Quests. Die alten Quests waren schon gut und die neuen Quests sind irgendwie fast noch besser. Die Dunkelglut brauchen wir auch noch, oder? Ja. Bei der Dunkelglut müssen wir in der Mitte erstmal diese Zwerge farmen, so lange bis der Typ spawnt. Wenn wir lucky sind, hat ihn gerade einer gelegt und das Ding liegt schon da. Ich glaub's aber ja nicht, weil der Magier, der hier gerade gequestet hat, der scheint noch hinter uns zu sein mit den Questreihen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall selber wahrscheinlich die ganzen Mobs killen und wenn wir unlucky sind, dann dauert das ein ganzes Stück teilweise. Schauen wir mal. Ich habe da schon mal gefühlt 30 Minuten gefahren, bis der Typ gespawnt ist. Man muss auch sehr auf den Chat achten, weil nur da kommt so ein Schrei-Emote, dass er da ist. Ich baue noch eins von den Hühnchen, aber es spawnt hier keins mehr, wie es aussieht. Na, wo ist es denn? Da ist eins. Ich musste nur meinen Kampfschrei machen. Meinen Hühnchen-Kampfschrei. Easy. Gut, dann gehen wir Zwerge farmen, würde ich sagen. Was kann hier sein? Defekter Kriegsgolem. Okay, den habe ich auch noch nie gesehen. Der unterscheidet sich sicher farblich von den anderen, wenn er da sein sollte. Ist bei Rare Mobs meistens so. Wahrscheinlich ist es dann so ein weißer Riese. Nachdem die alle anderen alle so komisch türkis dunkelgrau sind. Oder? Klicken wir mal hier durch. Nein, scheint nicht so. Ja. Der Magier ist ein bisschen hinter uns. Da springe ich nicht runter. Ich weiß, dass ich mit Katze weniger Fallschaden kriege, aber das tue ich mir trotzdem nicht an. Wir können. Ah, das sind wir auch noch zu hoch. Hier ist einer. Ich will diese Spinne irgendwie nicht daneben haben. Warte, jetzt. Jetzt. Jetzt schnell. Solange die Spinne das gerade nicht realisiert, was wir hier machen. Nice. Ledergurt, den ich nicht benutzen darf. Yay, warum kann der nicht graue Items droppen? Ich darf hier nur graue Sachen anziehen. Nein. Aber waren auf jeden Fall schon wieder ein paar EP mehr. Das lobe ich mir, das lobe ich mir. Hier irgendwo führt so ein schmaler Grat runter. Genau da. Der ist ein bisschen versteckt hier irgendwie. Ich glaube, die meisten springen hier einfach runter. Und dann können wir eigentlich schon anfangen, diese Zwerge hier zu farmen. Ich glaube nicht, dass der Typ noch da steht. Manchmal steht er noch da, weil irgendwelche Leute hier was gefarmt haben oder was auch immer. Weil ich mich frage, was die hier teilweise farmen. Noch ein Rare Mob. Dieses Pferd ist ein Rare Mob zu 100%. Da brauche ich nicht mal drauf fahren. Bam. Sehr geil. Sehr geil, dass um die Uhrzeit alles ab ist. Nächster Tod. Ist er schon da? Da, Alter. Da. Es scheint mir nicht so. Normalerweise spawnt er irgendwo da vorne und marschiert dann hier hoch. Bin mir nicht mal sicher, weil es kann sein, dass der Ads mit dabei hatte. Ah, ich will hier irgendwie mit Stealth haben. Denn er selber wird, glaube ich, gar nicht als Quest-NPC markiert, denn er lässt die Glut nur fallen. Das heißt, die liegt dann da. Ich glaube, er wird nämlich gar nicht angezeigt. Weil sonst haben ja diese Quest-NPCs haben immer so einen roten Namen oben drüber, wie man es gewohnt ist mittlerweile. Dass sie halt quasi als Quest-NPC markiert sind, aber ich glaube eher nicht. Weil ja, man braucht ja nicht ihn, sondern es ist so ein... Er droppt das Item auf den Boden. Also mal, darauf wollte ich hinaus. Bei anderen ist es ja so, dass sie das Item droppen, wenn du es rausplündern kannst. Bei dem ist es aber so, dass er so einen Stein am Boden schmeißt, den man dann erst anklicken muss. Ja, wie viel muss ich denn killen, bis er spawnt?
zwingen mich hier das Spiel zu spielen. Was soll das? Ah, immer dieser 4-Combo-Punkte Biss, Alter. Und ich denke mir jedes Mal wieder, das geht sich aus. Ich sollte echt immer warten, bis ich 5 habe. Ja, wobei, hier brauche ich hier keinen machen. Stirb zu schnell. Komm, dann machen wir mal ohne Stun. Ja, wobei, die casten was. Macht das viel Schaden? Okay, kommt da gar nicht zu. So, jetzt. Nach dem Spawn da. Safe Call. Nein. Ey, Mann, was soll das? Noch 20 Stück erledigen. Ich sage ja, wenn man lucky ist, dann spawnt er relativ bald mal. Wenn man unlucky ist, dann spawnt er genau jetzt. Was in drei Teufels Namen geht hier draußen vor sich? Da ist er schon. Können wir wieder mal Berserker benutzen. Benutzen wir ja fast nie. Genau. Denn der lässt dann den Splitter hier fallen. Man sieht ihn schon. Können wir looten. Haben wir ihn. Was steht da dabei? Ein kleiner leuchtender Stein, der eingewickelt in Krawallschneuzers Hemdinnentasche. Was? Aufbewahrt wurde. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber egal, in irgendeiner Tasche. Gehen wir das erstmal alles abgeben. Entweder kann ich nicht lesen oder ich weiß echt nicht, was das ist. Eins von beiden. Gehen wir zurück. Denn ich glaube, die nächsten Quests leiten uns schon zu Thorium Spitze. Die kennt man ja auch noch. Die gibt es auch schon seit Anfang an im Spiel. Und ein neuer Posten ist hier drüben jetzt, die Eisengipfel. Das sind eigentlich auch die gleichen Quests, wie es damals waren. Hier hat sich generell nicht so viel verändert, außer die ersten paar Quests wurden übersichtlicher gemacht. Fehl am Platz. Kriegen wir alles tolle Items, die wir alle nicht benutzen dürfen. Ja, will nicht. Nehmen wir zuerst das hier an. Vielleicht redet sie dann mit mir. Jetzt ja. Damals kam Lunk hier noch... Ne, Blödsinn, das war vorher. Egal, vergesst es. Das haben wir schon alles. Gut, dann können wir jetzt rübergehen. Gehen wir das bei der Thorium-Spitze ab vielleicht. Ich könnte noch hier oben nachschauen, ob der Rahmen ob da ist. Würde sich nochmal rentieren, wenn wir nochmal ein bisschen höher im Level sind. Das Gebiet hier aktuell ist für Stufe 47 bis 51. Das heißt, wir sind nach wie vor in Questgebieten unterwegs. Die zwar jetzt gerade für unser Level ausgelegt sind, aber wir erreichen ja gleich 51. Wir sollten hier sogar noch Level 52 erreichen, wenn es gut läuft. Und ja, dann haben wir noch immer mehr als genug Questgebiete zur Auswahl. Brennende Steppe als nächstes ist nur bis 52, da kommen wir aber locker bis 54, wenn nicht überhaupt sogar 55, weil da gibt es immens viele Quests. So, jetzt gehen wir hier mal außen rum. Ich habe mich damals immer gefragt, für was das hier ist, denn hier gab es damals gar nichts. Da ist er. Nein, den mache ich nicht. Der ist 48 Elite mit knapp 10.000 HP. Das kannst du komplett vergessen. Ich will hier nicht drauf gehen. Schade eigentlich. Ich glaube, den kann man sich aber als Jäger zähmen. Vielleicht ist das so ein Jägerpad. Weiß das vielleicht einer? Schreibt es mir halt in die Kommentare rein. Vielleicht weiß es einer. Kann ich mir alternativ mit dem Jäger mal holen? Weg von mir. Ich will hier nicht noch mehr adden. Man muss hier kreuz und quer durch die Lager durchrennen. Das ist ein bisschen behindert gemacht hier. Aber dann sind wir auch schon gleich hier oben. Da ist auf dem Weg sogar ein Echtsilbervorkommen. Kann ich auch nicht abbauen. Darf hier keine Berufe haben. Geht das jetzt wieder weg hier? Nice. Und dann bauen wir hier einen Flugpunkt. Von Lanny Schliff. Und sobald wir das oben abgegeben haben, sollten wir eigentlich einige neue Quests hier kriegen. Was denn? Das können wir abgeben. Quest beenden. Rasch Krax. Mount Flammenstern, das ist dann drüben zum Abgeben. Mountain Flammenstern, so. Das Ausguck-Fernrohr und Lunk begegnen wir da unten auch gleich mal wieder. Verdammt seien seine fetten Finger. Okay, gut. Dann haben wir alles oben angenommen, glaube ich. Ja, müsste alles sein. Als erstes müssen wir diese Typen hier in diese Flasche rein. Einsperren. Können wir gleich tun, weil dann werden die wieder kleiner. Machen wieder Schaden. Das heißt, ich muss hier nicht immer unbedingt zuerst Verstohlenheit gehen. Wobei, die machen schon ganz gut Damage, muss man sagen. Und ich sollte hier nicht zu viel adden. Hör. Aber Instant Brock. Warten wir wenigstens, bis die Energie wieder da ist, so dann können wir uns ein bisschen heilen.
Vielleicht den nächsten einsperren hier. Dieser Schaden, Mann, dieser Damage, das gibt's halt nicht. Nächster Tod. Und was brauchen wir noch? Da unten haben wir noch drei Stück, die holen wir uns auch. Hier patrouilliert irgendwo dieser Große rum, da ist er schon. Den brauchen wir nämlich auch, den werden wir uns hier gleich mal rausholen. Komm her. Können wir ein bisschen zuspammen, bis er denn bei uns steht. Da gehen wir gleich mal in den Wall rein. Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden der macht. Gezogen haben wir auch schon alles. Hier wird nicht gespaßt. Ich glaube, ich hätte ihn sogar in die Flasche packen können. Scheiße. Das wäre, glaube ich, gar nicht so dumm gewesen. Können wir hier einen hochpullen, ohne dass der andere kommt? Ja, okay. Ja, sonst könnte ich alternativ den einen noch hinten wurzeln. Müssen wir auch nicht machen. Wieder einer tot. Ja, Tiger-Vorrahmer ready. Das heißt, wir können gleich den nächsten holen. Habe ich jetzt einen zweiten? Nein. Gott sei Dank. Tigerfroher? Will nicht. Hallo? Was ist der? Maybe? Ja, so. Brauchen wir noch? Achso, ich brauche hier 10 Stück. Oh Gott, Alter. Ich dachte gerade irgendwie 8, aber egal. 8 ist irgendwie so eine Standardzahl, kommt mir vor. Das ist irgendwie bei den meisten Quests. Bringe mir 8 davon. Töte 8 davon. Gut, diese Golems brauchen wir eh auch. Das heißt, hier können wir eigentlich gleich mal durchfarmen. Sobald wir hier eine dieser Zwerge attackieren, sollten wir eigentlich wieder Lunk begegnen. Ja, machen wir vorher das hier noch. Quer. Gut, das Elementarium wirklich nicht viel HP machen, aber natürlich dementsprechend wieder mehr Schaden. Wie kann es auch anders sein? Dampfschmied. Von denen müssen wir mehr als genug killen. Wenn wir nicht lucky sind, nein. Genau. Müssen wir 7 Dampfschmiede schwächen und dann hilft uns Lunk hier ein bisschen. Den einen wurzeln wir, den anderen holen wir uns. Dieser Schaden, der gibt mir 2 Hits und ich verliere über 1000 HP. Was zur Hölle, Mann. Ja, wobei, können wir Moonfire machen. Habe ich eigentlich Zorn oder sowas auch? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Egal. Spammer den ein bisschen zu. Jetzt kommt er hier raus. Können wir den nochmal in die Flasche packen hier. Killen wir den ganz schnell. So, wunderbar. Ja, heilen wir uns mal lieber. Besser, wenn wir mit vollem Life irgendwo reingehen. Und jetzt wieder schauen, dass wir die auch nicht killen. Sonst setzt er sich nicht drauf. Wir haben hier sogar die Chance, dass er, wenn er sich draufsetzt auf diese Typen. Macht er das? Nein. Lässt er einfach sterben. Dass er dieses Ding droppt hier. In dem Fall ist 1 schon rausgefallen hier gerade. Brauchen wir aber 2. Das Fernrohr brauchen wir auch. Das droppen aber die gleichen. Weil er gibt uns immer ein paar Items. Was die Typen so bei sich haben. Nein, nein, nein. Lunk. Jetzt crittet auf einmal alles. Wie kann bei 5% Crit alles critten, Mann? Egal. Killen wir so lange ein paar Riesen von denen. Die Kriegsgolems. Achso, wir brauchen nach wie vor einen der Elementare noch. Können wir uns auch noch irgendwo holen. Lunk scheint mir ein bisschen teilnahmlos. Normalerweise... Ah, doch, nee. Okay. Wollte gerade sagen, normalerweise regt er sich auf, aber das macht er schon. Beschwert sich immer, dass wir die ganzen Gegner nicht erledigen sollen. Deswegen will er die Zwerge eher schlafen lassen. Oder sich draufsetzen, bis sie bewusstlos sind. Was auch immer er davor hat. Ah, hier steht so viel auf einen Haufen. Ich will dann nicht einfach reingehen und den Zwerg killen, weil dann patrouilliert irgendwie der hier nach hinten und dann komme ich hier nicht mehr lebend raus. Lunk steht im Weg. Ich kann hier nichts anklicken. Nimm mal ab. Vielleicht schon früher Schaden aufhören. Okay, egal. Nein. Lung. Lung. Was zum... Ich glaube langsam, der will sich gar nicht draufsetzen. Und er lässt mich auch nie plündern. Irgendwie buggt er ein bisschen. Oder? Ja, Dampfschmiede. Ich wollte schon sagen, das sind schon die richtigen.
Ach, Lung. Probieren wir hier nochmal. Vielleicht gar nicht erst dort oder so. Vielleicht darf ich den jetzt dann. Lung. Jetzt. Jetzt. Jetzt setzt er sich einfach drauf auf den. Dies ist schlimmer als der Tod. Dann hat er hier so ein Säckchen und da wirft er uns immer Zeug zu. In dem Fall war es nicht das Quest-Item, aber auch nicht schlecht. Und hier haben wir wieder einen Rare-Mob, dieser Hund, der hier schläft. Das heißt, den Dampfschmied holen wir uns hier rüber. Pullen wir wieder alles weg, sofern es geht. Lunk, dann Einsatz, nice. In der Zwischenzeit können wir den erledigen und dann gönnen wir uns hier kurz den Hund, der an dieser Schmiede schläft. Komm. Nein, da war wieder 4 Combo-Punkte bis. Warum? Warum mache ich das jedes Mal wieder? Rexus, okay. Stunnen wir den, gehen wir gleich mal Berserker. Biss rausboxen und schon ist er tot. Ja, Berserker können wir noch ausnutzen. Ein bisschen Schreddern spammen, bis er sich draufsetzt. Jetzt er. Habe ich das Item vorher schon bekommen? Nein. Vielleicht. Vielleicht mit Glück wirft das uns zu? Nein. Er gibt mir einen Kürbis. Danke. Danke, Lung. Kürbis passen zu Halloween. Ich mag, wie das aussieht. Aber. Urk, warum seid ihr nass? Da ist das Fernrohr. Nice. Jetzt schicken wir hier noch ein paar schlafen. Ja, die Frage quält uns alle. Warum? Warum ist er nass und nom? Interessant, Lung. Interessant. Wie viel brauchen wir hier noch? Nicht mehr viele. Na, 2 noch. Geht relativ fix, die Quests. Die Quests sind auch irgendwie lustig. Vor allem die Texte, die immer dabei stehen. Warum musste es ein stinkender Ogre sein? Nächster. Und dann haben wir nur noch das hier. Eine Quest, vor der ich ein bisschen Angst habe, ist die Quest unten, wo wir diese Kissen stehlen müssen. Denn dort spawnt immer ein Elite-Mob. Der droppt einerseits eine Quest. Problem, den Elite werde ich nicht down kriegen. Und zweites Problem, sobald man die Kissen geklaut hat, spawnen ab und zu Riesenwellen an wütenden Zwergen. Und das könnte sehr schnell zum Problem werden, weil da sind, glaube ich, 6 bis 8 Gegner irgendwie dabei. Unwahrscheinlich, dass ich die alle killen kann. Ich glaube, die haben 200, 300 HP, müssen aber ziemlich viel Schaden machen. Das heißt, vielleicht, wenn mich jeder einmal schlägt, bin ich eventuell schon tot. Fraglich, ob ich das angehen soll oder nicht. 8 von 12. Da muss ich noch... Ist hier schon Respawn? Ja, okay. Können wir die Typen... Achso, ich muss eh die Spinnen auch noch killen. Genau, da war ja noch was. Hier sind ja 5 Millionen Töte-Quests in dem Gebiet. Ist schlimmer als bei Nessingwary. Egal, wo man ihn findet. Egal, ob im Schlingendorndal, in Nagrand oder... Hochberg ist er noch. Scholasar-Becken ist er noch. Und überall hast du Kill 1000 davon, Kill 1000 davon. Aber dafür ist er bekannt. Ist ja nicht umsonst ein Jäger. Nummer 10. Schauen, dass wir halbwegs die killen, die irgendwie abseits stehen. Komm, geh drauf jetzt. Nein! Warum so viel Damage? Heal! Schwerer Kriegsgolem. So, das ist das letzte. Mag ruhig den einen nicht? Nee. Okay, der geht 1000 Meter daneben spazieren. So, hier können wir nochmal stealthen, dann schleichen wir hier ganz mit Sprinten schnell durch und gönnen uns unseren letzten Elementar. Und dann schnell auf zu den Spinnen. Patrouilliert der eine eh nicht gerade hierher? Nee. Holen wir den hier raus. So, das war der letzte. Boom. Es droppt so viel grünes Zeug, Mann, das ist halt richtig. Da wird man irgendwie sauer, Mann. Darf nichts anziehen davon, aber dann droppt das Gear natürlich. Alles, was man nicht tragen darf. 9 Stück brauche ich davon. Okay. Könnt ihr eigentlich wieder mal Berserker ziehen? Benutzt das viel zu selten, da können wir mal ein bisschen Speed hinzugewinnen. Weil ich hier durchspammen kann. Bleedings. Die verblutet eh. Holen wir gleich die nächste. Jetzt werde ich übermütig. So, jetzt gehen wir es ein bisschen langsam an. 3 haben wir schon. 5 to go.
8, 5, 6, 9 brauchen wir ja nicht, 8. Jetzt schwirrt mir die ganze Zeit die 8 im Kopf rum. Stealth, jetzt. Zum Glück ist hier alles voll mit diesen Spinnen. Aber wie low die einfach schon aussehen. Diese Texturen. Erkennst halt einfach fast gar nichts. Ein paar Sachen sind noch in-game, die sie noch überarbeiten müssen. Aber sie machen in jedem Patch, in jedem neuen Patch sind irgendwie Sachen drin oder neue Models drin jetzt. Ich glaube, die wollen echt den ganzen Content überarbeiten mittlerweile. Finde ich nicht schlecht. Hoffe, die machen weiter so und das nächste Addon überarbeitet, wie gesagt, hoffentlich die ganze alte Welt nochmal. Oder generell alle alten Welten, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel Aufwand. Zwei noch. So, vorne ist der letzte. Dance muss ich nochmal an. Vor ihrem Tod. Ich warte ja nur drauf, bis irgendwo mal ein Gegner verbuggt ist. Ich den Stun locke, dann kommt er eine Sekunde raus und gibt mir irgendwie einen One-Hit oder so. Auf den Moment freue ich mich schon. Ja, das war schon wieder alles. Das andere ist dann schon... Achso, das ist schon brennende Steppe. Ich dachte, das bringt uns hier rüber. Okay, nee, das ist dann da ganz drüben. Da sind ziemlich viele Quests, wo ich ein bisschen Respekt vor habe. Da muss man irgendwie so mit einer Verkleidung in einem Ork-Lager ist man da unterwegs. Wenn man nicht aufpasst, wird man aufgedeckt und da stehen irgendwie vorne 20, 30 Gegner immer auf einem Haufen. Ist nicht so schlau, wenn man da aufgedeckt wird. Ich glaube, so schnell kann ich nicht mal Stealth drücken, bin ich down. Deswegen lieber mal aufpassen. Aber jetzt gehen wir das mal erstmal ab. 51 wärmer sogar jetzt gleich, oder? Ja, ja. Mit den ganzen Quests, das glaube ich, darf ich nicht machen. Ich glaube, ich darf keine Bad Paddling machen. Ja, können wir abgeben. Was haben wir hier? Level up. Nice. Kriegen wir neue Fähigkeiten? Nein. Neue Instanzen. Nice. Darf ich eh nicht gehen. Handschuhe. Und beschafft euch die Steinkügelchen von Kyobi. Okay. Ach, das war das. Ich weiß schon. Jetzt müssen wir in diese Höhle rein. Dann haben wir das hier auch noch abgeschlossen. Da kriegen wir keine Folge, aber hier kriegen wir noch eine. Beschafft 20 Zwielichthalsbänder. Genau, jetzt kommen die zwei Quests, wo wir auf der Seite bei dem Berg hoch müssen, wo ich vorher gemeint habe, da habe ich schon mal einen Ramob an diesem Lavasee gelegt. Der ist sicher auch da. Nachdem ich hier gerade irgendwie alleine queste. Oder nicht alleine, aber die Leute, die ich gesehen habe, die waren halt weiter hinten. Selbst mit Iron Man Jar queste ich noch schneller als die anderen, wie es aussieht. Ah, jo. Gehen wir gleich mal nach oben. Denn eins dieser Kügelchen, glaube ich, finden wir sogar draußen. Diesen Behälter müssen wir, glaube ich, ganz am Ende plündern. Man hört hier im Hintergrund in der Musik drin immer so ein leises Flüstern. Das ist so von der, glaube ich, Elementarebene vom Schattenhammer-Clan. Denn hier geht es ja eigentlich bei der, oder ging es damals bei der Story drum, um diese dunkle Eisenzwerge und Co., die halt Ragnaros wieder in die Welt beschworen haben. Oder war es Taurisan? Taurisan hat es ja dann im Endeffekt beschworen. Glaube ich, oder? Wenn ich mich irre, egal. Geh mal anders mal weiter oder in einem anderen Format näher drauf ein. Priesterfiester. Okay. Interessanter Name. Ziehen wir wieder alles. Macht er viel Schaden? Nein. Genau, da haben wir eins dieser Halsbänder. Die anderen finden wir dann weiter unten. Weiter unten in dieser Höhle drinnen. Jetzt können wir aber noch ein paar von diesen Dingern farmen, weil in der Höhle selber sind jetzt nicht... Naja, einige NPCs schon, aber ich glaube 10 oder sowas brauche ich schon mal. Und oben finden wir noch eine Quest, beziehungsweise sollten wir eventuell den Ramob sehen. Schauen wir gleich. Jetzt killen wir uns einfach da nach oben. Ich will stealthen. Nein. Das ging mir nicht so auf. Kann sein, dass er da... Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Schauen wir gleich. Sind jedenfalls die ganzen Zwielichttypen da. Ich weiß nur noch, dass diese Quest hier ziemlich viel EP gab. Tapp mal durch. Da ist er. Das sind alles Caster. Vielleicht kann ich so rangehen, dass mich die anderen nicht sehen. Im Notfall habe ich ja immer noch meinen Stealth. Ich
Gehen wir das auf Nummer sicher an hier. Nur am Ende komme ich. Vom Rare Mob komme ich nicht drum herum. Okay, das könnte jetzt nochmal ein bisschen scheiße werden. Ja. Vielleicht ist der Rare Mob aber auch blind. Das ist manchmal so, wenn die an irgendwelchen Objekten dabei stehen. Casten die Typen überhaupt was? Mir kommt irgendwie nicht so vor. Ich schaue einfach mal, ob ich den pullen kann. Hinter mir ist noch nichts respawned. Schauen wir einfach mal, wenn wir den pullen, ob der andere mitkommt. Ja, der andere kommt mit. Das heißt, dann machen wir Wucherwurzeln. Und dann laufen wir ein bisschen auf Distanz noch. Damit mich nicht beide bekasten. Ach, der shieldet sich auch noch. Okay, auf die Distanz, glaube ich, castet er eh nichts mehr auf mich. Okay, haben wir tot. Jetzt haben wir nur noch ihn hier. Ich will, dass er auch noch ein bisschen herkommt. Deswegen gehen wir dem hier mal Moonfire. Bisschen zurück. Wucherwurzeln laufen eh gleich aus. Damit er mal zu mir kommt hier. Komm, lauf durch die Lava. Nice. Mal Sprint an. Gehen wir gleich mal Wall hier. Der kann sich sogar shielden. Das ist nicht gut. Macht er mit einem? Okay. Das ging locker. Brauchen wir den hier. Zwielicht, Feuerwache. Und dann können wir hier schon unsere Quest annehmen. Lauscht Zamaels Erzählungen. Das heißt, wir klicken uns hier einfach durch den Text durch. Das interessiert uns jetzt nicht weiter, aber wenn die Story interessiert, der kann sich das natürlich wieder alles durchlesen, wenn ihr selber mal questet. Und ja, befreien muss man ihn gar nicht. Er ist ja schon ein Geist. Wir müssen nur noch runtergehen und unten finden wir diese Truhe, was ich gerade vorher schon gesagt habe. Und da können wir dann mit der Truhe interagieren und können die Quest gleich abgeben. Genau, da ist sie auch schon. Können das hier rausholen und dann können wir es gleich im Quest-Tag, im Quest-Log abgeben. Kriegen wir nochmal einen Ausdauer-Buff. 45 Ausdauer ist wirklich nicht schlecht. Ich weiß, jetzt überziehe ich schon ein bisschen, aber nicht so schlimm. Ich will unbedingt die Quest hier noch fertig machen. Ja, lass mich Stealth gehen. Jetzt killen wir noch unsere letzten Bar für die Amulette und danach schleichen wir einfach durch, bis wir bei den Typen sind, die uns diese Perlenhalsketten droppen. Was diese Käfer immer für einen Lärm machen. Die laufen halt überlaut. Haben wir das dann? Ich glaube, jetzt kann ich schon ein bisschen durchstealthen, weil weiter hinten um diese Typen rumstehen sicher wieder irgendwelche Wächter. Ich gehe sonst immer rechts rum in Höhlen. Gehen wir diesmal mal links. Ich glaube, dass der Typ... Ah, der steht da vorne. Ist es... Oder? Nee, doch nicht. Ah, nee, das hier ist er. Ich wollte schon sagen, immer sind es Gnome. Oh oh. Boah, Alter, jetzt hat es mich ordentlich geschreckt, ey. Immer gleich Wall gehen zur Sicherheit, wenn ich mehr als einen Gegner pull. Weil die stehen überbeschissen, Mann. Das ist richtig gemein gerade. Vor allem, das sind immer Ranged-Ideen. Wobei, er patrouilliert bis ganz nach drüben. Wandelt auf dem Wasser. Sieht mir aber nicht so aus. Der geht in diese Pfütze immer hinein. Oder? Ne, doch nicht. Okay, das sah nur so aus. Hey Mann, das gibt's nicht. Was jetzt? Wo ist die Patrouille hin? Okay, die Patrouille ist gerade weg. Ich will auf jeden Fall nochmal Stealth gehen. Der hat nämlich 4000 HP. Okay, jetzt. Weil dann kann ich eventuell Ding für den anderen nehmen. Hier gehen wir nochmal Wall. Weiß ja nie, ob das irgendwie falsch skaliert ist. Das, da habe ich bei Zaubern irgendwie die meiste Sorge immer drum. Da haben wir die... Achso, da kriegen wir eh von ihm auch ein Halsband. Okay. Gut, dann schleichen wir jetzt einfach durch. Ich brauche jetzt noch eines normalerweise. Dann muss ich die alle zusammenfügen. Das letzte ist hier oben. Genau, da ist er schon. Da können wir aber den gleich erledigen. Aber hier gleich nochmal einen Brock, den wir mit in den Kampf nehmen können. Und CDs haben wir auch alle ready. Warten wir noch, bis wir Stollenheit gehen. So, jetzt. Ups. Tiger vor ein bisschen zu früh gezogen. Egal. Okay, wer tot?
Debuff können wir uns runternehmen. Und dann schleichen wir hier ganz schnell raus. Jetzt. Schleichen wir raus und ja, dann lassen wir es gut sein. Muss die Quest ja nur noch abgeben gehen. Und ja, das war's für die Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir ein Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zu Iron Man Challenge oder irgendwas, was auch immer, dann ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.